gibt's doch nicht. Der Medon und der Shell streiten sich immer noch, wer den längeren hat. Also Atem. Ah, oh, nee, anderes Thema. Elektroschock. Der Selbstversorger E.ON will seine Preise für Gas, Strom und Stromausfälle erneut deutlich erhöhen. Verbraucherschützer empfehlen deshalb dringend, zu einem anderen Stromanbieter zu wechseln, etwa dem Verteilerkasten des Nachbarn. Ich meine, das kann doch sonst keiner mehr bezahlen. Die Preise für seine 7,5 Millionen Stromkunden zum Beispiel will E.ON nämlich um fast 10% anheben. Ja, in Zukunft ist nicht mehr das Handymodell das Statussymbol, sondern der Ladezustand. Da werden die Leute dann zugunsten eines vollen Akkus eher mal auf Markenzubehör verzichten, etwa bei Lautsprechern. Wobei, es gibt heute natürlich schon ganz andere Statussymbole, wie etwa den Vanity-Ring, eine Idee von Markus Kison. Der Ring ist nicht mit Edelsteinen besetzt, sondern mit Ziffern, nämlich mit der Zahl, die im wahrsten Sinne des Wortes angibt, wie viele Suchtreffer der Name des Trägers bei Google erzielt. Die Anschaffung lohnt natürlich nicht für jeden. Tja, die Leute werden in Zukunft Strom sparen müssen. Da muss man sich dann entscheiden, Stück Fleisch oder Standby-Funktion am Fernseher. Das hat natürlich weitreichende Folgen. Was passiert mit dem ganzen Draht, durch den kein Strom mehr fließt? Das kann ja nicht alles Richard Stainthorpe verarbeiten in seinen Drahtskulpturen aus Kupfer und Stahl. Auch wenn die wirklich sehr cool aussehen. Wie etwa diese lebensgroße hier, die mit 63 Kilo auch ziemlich diebstahlsicher ist. Oder wer es etwas kleiner mag, der nimmt einfach den Fallschirmspringer ohne Schirm. Ja, und geheizt wird zu Hause dann natürlich auch viel weniger. Muss man etwas aufpassen mit Glatteis im Bad. Im Bad dagegen ist es schön warm. In ihrem neuen Kuschelbad. Ja, nicht jeder hat von Natur aus so ein schönes Fell wie Kurt Beck. Oder diese Hunde. Auch wenn die Frauchen da natürlich ein bisschen nachgeholfen haben. Um den natürlichen Eindruck eines Motorrades, Pferdes oder Ninja Turtles noch zu verstärken. Und wenn Sie mal solche tollen Motive für die Nachwelt oder den Tierschutz festhalten wollen, dann hilft Ihnen diese Seite. Hier bei iDigital Photo gibt es kompakt und übersichtlich einige wichtige Tipps, wie aus Ihren Schnappschüssen richtig tolle Fotos werden. Denn zum Beispiel mit dem richtigen Licht- und Bildausschnitt kann man eine Menge rausholen, auch wenn die meisten immer denken, och, Hauptsache scharf. Ja, aber lassen Sie den Fernseher doch wirklich mal aus. Sprechen Sie mal wieder mit dieser Frau in der Küche. Das Beste an Fernsehserien ist doch eh nur die Musik. Und die können Sie auch hier hören. Zumindest die von vielen amerikanischen Serien der letzten Jahre. Und interessanter als die Serien selber ist doch auch, wie sie entstanden sind. Für die Cartoons von Warner erzählt das sehr unterhaltsam dieses Video. Und vor allem Mel Blanc. Hier kommt nämlich der Mann zu Wort, der den meisten Figuren von Bugs Bunny bis Daffy Duck ihre Stimme gegeben hat. Wer noch mehr lustige Stimmen hören will, der sollte mal bei 386DX vorbeigucken. Wo Alexei Schulgin berühmte Hits gecovert hat, beziehungsweise sein Computer. Nämlich mit MIDI-Dateien, auf die ein Sprachausgabeprogramm dann den passenden Text gesungen hat. Und die passenden Tanzschritte zeigen ihn dann noch diese beiden Jungs, die, man kann es ruhig sagen, mit ihren selbst erfundenen Choreografien das Tanzen revolutionieren werden. Was? Nein, nein, es ist gar nichts. Ich habe das nur gemacht, damit Sie auch dranbleiben. Ich habe nämlich gelesen, dass ängstliche Gesichter viel mehr Aufmerksamkeit erregen als lachende. Also jetzt wissen Sie endlich, wie Sie Ihre Traumfrau ansprechen müssen. Hallo, ich würde dich total gern kennenlernen. Ach, so sieht das bei Ihnen eh immer aus? Ja, welche Frau kann denn da noch widerstehen? Zumal mit ihrem neuen WLAN-Erkennungst-T-Shirt. Ja, und auch dieser junge Mann scheint diese Gesichterstudie gelesen zu haben und zeigt sich von seiner ängstlichsten Seite. Wobei ihm wahrscheinlich lieber wäre, er würde von den Anwesenden nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt bekommen. Unsere volle Aufmerksamkeit genießt jetzt auch unser Spieletipp. Und damit hat er unserer Arbeit einiges voraus. Viel Spaß! Das war Ehrensenf. Ich bin Christine. Tschüss. Hey, wo ist denn mein Stimmdubel hin? Das steht doch so im Vertrag.